Leseratten da draußen. Heute kommt mein Lesemonat für den Juni 2015. Ich hatte sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher auf meine Leseliste und ich muss sagen, ich habe diesen Monat nur wieder 5 geschafft, dadurch, dass ich viel lernen musste und pipapo eben. Und ich musste auch zugeben, aller Anfang ist Hölle und auch die drei Fragezeichen und der Phantomsee, die hatte ich schon außen vor gelassen, weil ich dachte, ach, die schaffe ich eh nicht. Und ich hatte auch ein, zwei, drei Seiten in aller Anfang ist die Hölle und dachte ich mir, oh, das ist ja wirklich jetzt die Hölle, weil ich nichts mehr wusste. Also ich muss sagen, ich habe wieder nur die Hälfte geschafft, aber ich bin damit zufrieden. Weil sonst schaffe ich ja immer nur ein Buch. Ja, und dann wollen wir auch gleich mal anfangen mit den Büchern. Ich sag mal, wir fangen gleich mal mit dem Englischen an. Das von Jasmine Galion, Demon's Mistress, Band 6 von Schwestern des Mondes, Sister of the Moon auf Englisch natürlich. Ja, die Geschichte kannte ich schon. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, dem Ganzen habe ich jetzt 4 Sternchen gegeben. Ich habe hat es jetzt umbenannt, anstatt wieder Schweinchen und Sternchen zu geben. Und ja, viel dazu werde ich hier jetzt leider nicht sagen, außer dass Menno hier aus der Sicht wieder von Menoli geschrieben wird und es nach ein paar Minuten gleich wieder mein Inlesefluss ist und man wird gleich wieder reingeschubst in das Geschehen und natürlich geht es auch weiter zu den Geistsiegeln. Was aber direkt in diesem Buch diesmal nicht passiert. Sie suchen diesmal nicht direkt nach dem einen Geistsiegel, aber whatever. Wer weiß, was passiert. Rezension kommt noch hoch. Das verlinke ich euch dann hier irgendwo. Und dann guckt einfach drauf. Als nächstes habe ich Tödliches Sudoku von Shelley Fredon gelesen. Als erstes war ich ein bisschen skeptisch dabei und ich weiß gar nicht, wie viele Onkis oder ich da gegeben habe, das weiß ich nicht, aber es ist auch meine Rezension. Ich war eher skeptisch, aber nachdem man in dem Geschehen drin war, ja, hat man gedacht, okay, jetzt die Kate, die sucht und sucht und sucht, wer der Mörder von dem Professor ist. Und man wird von einem Geschehen auf den anderen und es lässt einfach nicht von den Sudokus los. Das finde ich das Beste, dass an diesem Buch die Sudokus eben im Vordergrund stehen und natürlich auch dieses, ich glaube, ja genau, Rätselmuseum. Das ist ein Rätselmuseum und ich finde das richtig genial und was dann mit der Katie passiert, das ist auch einfach genial und ich dachte, als ist das so scheiße, was ist denn mit dem Sudoku los? Aber wenn man da drin ist im Lesen, versteht man schon dieses Sudoku. Nun ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Sterne dieses Buch von mir bekommen hat. Das seht ihr bestimmt in meiner Rezension. Da waren es noch Schweinchen. Naja. Als nächstes hatte ich im Juni Nymphs, Verführerischer Vollmond, den ersten Band der ersten Staffel gelesen. Und ich muss sagen, die Didi, die hat mich an einigen Stellen richtig genervt. Aber durch die andere Nymphe, die Nadja, dachte ich so, oh genial, du musst es weiterlesen, bleib am Ball, lies es und nochmal lies es. Und leider hat es bei einer Scheiß hat einen scheiß Cliffhanger, weil es wie gesagt Band 1 von 1 ist. Ich habe mir schon mal auf mein Video, glaube ich, ein paar 10 angeguckt gehabt. Und leider weiß ich auch gar nicht mehr, wie viele Unkis ich dazu gegeben habe.
So, als nächstes habe ich Supernatural und die Judaschlinge von Joel Schreiber. Ich muss sagen, als ich gesehen hatte, wie schlecht die Rezension angekommen ist, Leute, jeder hat eine andere Meinung zu dem Buch, zu Büchern. Und ich sag's hier nochmal, es ist zu dem Buch nur gewesen. Die Serie, die mag ich sehr, sehr gerne und es gibt auch einen riesen Unterschied zwischen Buch und der Serie. Deswegen, wenn ihr mit meiner Meinung nicht zufrieden seid und ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie mir doch bitte in den Kommentaren. Das ist doch wirklich nicht viel verlangt von euch. Oder sagt einfach, ja, okay, deine Meinung hat mir nicht gefallen. Ich finde es was anderes, aber wie gesagt, das Buch hat mir nicht so richtig gefallen. Aber die Sendung ist richtig genial. Die liebe ich und ich könnte die tagelang gucken. Aber das Buch, wie gesagt, hat mich nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Das hatte ich auch mit den drei Fragezeichen. Ich habe die Kassetten gehört und... Ja, die Bücher dann dahinter lesen, ist auch ein bisschen blöd. Das ist genauso, wenn man erst einen Film guckt und dann das Buch dazu liest. Kennt ihr das? Es ist einfach genauso mit diesem Buch. Verhext einfach. als nächstes und auch als letztes, was ich gelesen habe und was ich auch geliebt habe, ist Froskuss. Der erste Teil von der Mythos Akademie von Jennifer Ester. Ich kann es kaum erwarten, bis der zweite Teil draußen ist. Ich glaube, am 13. Juli erscheint der Teil endlich in dem schönen schwarzen Cover. Und auch die, ich glaube, sie heißt Anja. Ich werde ihre... Oh, jetzt kommt mal... Jetzt kriege ich mein Handy nicht raus. Die mit Gwen Frost, das fand ich richtig genial, die Story, und sie hat mich nach ein paar Tagen, ich habe es an drei Tagen durchgelesen, ich habe es nur noch Ende Mai durchgelesen, hat mich gefesselt. Erst dachte ich so, okay, es wird lang und nochmal lang, und dann als ich gesehen habe, wow! Du musst es jetzt lesen. Ich glaube, ich habe den einen Tag 176 Seiten in diesem Buch gelesen. Und der Junge, der Logan. Ich glaube, Logan heißt er. Der Logan, der ist mir auch richtig ans Herz gewachsen, weil der ist heiß. Ach ja. Und das Mädchen, was ich meine, heißt Annie Silber. Ich glaube, Annie Silber, genau. Nicht Silber, sondern Silber. Ich hoffe, sie hat mir auch schon gesagt, dass von Buch zu Buch es sich steigert. Und ich hoffe, sie hat auch, behält da auch recht. Ich muss auch schon zugeben, als ich das zweite Kapitel, das erste Kapitel in Froskuss gelesen habe vom zweiten Buch, hat mich schon gefesselt. Ich habe mich geärgert, dass ich jetzt schon einen ganzen Monat noch warten musste, bis jetzt das nächste rauskommt. Natürlich könnte ich mir das weiße kaufen, aber mache ich nicht. Ich will die schwarzen haben. Und dann kann ich mit Anni ganz viel schreiben. Anni! So. Das war es jetzt heute mal wieder von mir. Kommentare und alles sind, wie gesagt, erwünscht. Die ganzen Bücher werden in der Beschreibung sein. Die Rezensionen werden immer bei den Büchern eingeblendet. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich so weiter. Und ja, habt auch vielleicht ein bisschen Tipps dafür, was ihr mir noch empfehlen könnt, ebenso als Bücher. Es kann in Richtung Romanze und alles sein. Ich werde mir was raussuchen. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag, und wenn ihr das auch seht oder so, bei mir scheint immer noch die Sonne. Ich wünsche euch was und ja, habt viel Spaß noch beim Lesen. Ciao!